Oh, es ist immer noch Nacht. Neue Folge. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt, wenn es hell ist, besser, wenn es hell ist, in den Wald gehen und einen Alchemietisch suchen. Das machen wir auch gleich. Und dazu müssen wir uns aber mal kurz vernünftig ausrüsten. Weil wir alle wissen, dass uns da ganz sicher, ganz sicher in irgendeiner Weise ein Tiger dann auflauern wird und wir wieder Ärger kriegen und wieder kämpfen müssen. Und deshalb müssen wir mal gucken. Dass wir uns halt dementsprechend ausrüsten. So zum Beispiel wie jetzt. Jetzt haben wir da schon einen Schutz für unsere Arme, für unsere Handgelenke. Das Schwert haben wir, nur wir haben kein Schild und für ein Schild brauchten wir Bambusstöcker. Haben wir noch welche? Ja. Wir brauchten die hier. Weiß ich gar nicht mehr, ob das alles so reicht. Das macht uns nur die normalen Bracer, die wir jetzt schon haben. Ich zeig's euch mal. Mit zwei Weins machen wir uns die, die wir jetzt schon angelegt haben. Die habe ich jetzt ja aber schon. Ich habe wieder vergessen, wie das mit dem Schild ging. Oh. Naja, egal. Wir können es sicher auch ohne Schild hinkriegen. Haben wir Nahrung mit? Nein, Nahrung brauchen wir. Nehmen wir ein Stück Fleisch mit und hier die Banane. Und dann müssen wir langsam, sieht es hier etwas mau aus. Und die Kokosnuss nehmen wir auch mit. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt in diese Richtung. Sonne geht gerade hinter uns auf. Die wird uns also gleich etwas Licht schenken. Und dann suchen wir jetzt hier mal gemütlich. Und nehmen uns natürlich hier die Früchte mit. Schlechte Idee. Dort ist schon der erste Tiger. Wir müssen es jetzt ja nicht. Wir müssen es jetzt ja nicht riskieren. Doch. Und das tut mir ja wirklich sehr, sehr leid. Bevor du groß wirst. Na, komm her! Okay, haben wir Messer dabei. Na, wird's gehen. Ist die Pflanze schon mal weg. So. Okay, jetzt suchen wir weiter einen Alchemietisch. Wird ja wohl irgendwo einer hier rumstehen, bevor wir uns wieder verlaufen werden. Ah, noch einer. Mit zwei Kindern. Alter Schwede. Oh Mann. Nee. Versuche ich mal auf den Berg so ein bisschen. Vielleicht kann ich den ja von hier oben. So. Aus der kleinen Katze hat man gar nichts rausgeholt, außer den Knochen. Aber ich habe irgendwie Respekt davor, dass sie groß werden. Deshalb. Tschüss. So.
Und die große, dann nehmen wir nochmal hier Fell mit und ein Stück Fleisch. Das können wir schön braten dann gleich. Noch eine. Also wir haben hier recht viele. Das scheint hier auch eine ganz schön gefährliche Gegend zu sein. Aber es muss doch auch irgendwo mal so ein Alchemietisch rumstehen. Ich werde es gleich wieder schaffen, dass wir uns verlaufen. Da ist unser Haus. So Leute, nicht wundern, ich hatte einen kleinen Absturz und habe dann zu spät auf Aufnehmen gedrückt. Und ja, das tut mir leid, es ist jetzt auch wieder etwas dunkler. Wir haben den Absturz hier hinten gehabt bei der Katze, die uns bezwungen hat. Also nicht bezwungen hat, die wir bezwungen haben. Ich bin natürlich gewohnt, dass man verliert. Und wir haben einen Alchemietisch dann gefunden. Ich laufe mal hin. Ist ein bisschen dunkel hier, aber da. Ist ein Alchemietisch unten. Den zeige ich euch dann gleich nochmal genauer. Und ich habe mir überlegt, damit wir es finden, es ist nicht so weit weg von zu Hause, bauen wir einen kleinen Steinweg. Da habe ich auch schon mit angefangen, wie ihr sehen könnt. Leider ist das Prozedere jetzt nicht aufgenommen gewesen, wie das so, wie ich angefangen habe. Ich, ja. Hoffe, das ist in Ordnung. Tut mir leid. Ist halt noch eine Alpha. Da kann es auch mal passieren, dass das Spiel abstürzt. Und das ist letztes Mal in der Aufnahme auch passiert. Mal kurz gucken, ob vielleicht mein Aufnahmeprogramm schuld ist, aber eigentlich ist das sehr gut und hat ja sonst auch immer funktioniert. Also ich bringe das jetzt mal in Verbindung mit dem Spiel und glaube, das ist eher der Fall. Und ja, ich möchte auf jeden Fall einen erstmal sehr simplen Steinweg hinbauen, bevor wir den anpassen, verschönern oder sonst was. Wir sehen jetzt hier auch nicht mehr viel, das heißt, wir werden diese Fackel immer wieder mitnehmen und für den Bau irgendwo platzieren, wie hier. Hier kann ich euch das zeigen. Ja, und ein paar Steine vergeuden wir natürlich immer, wenn man daneben klickt. Was kann ich euch erzählen? Ich habe ein Video gesehen, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben rechts. Da geht es um die Entwicklung einer Prozedur für die Spielfigur. Prozedur. Auf jeden Fall haben die Entwickler gesagt, sie wollen aufgrund der Nahrung, die man zu sich nimmt, einen verformbaren oder angepassten Körper dann erschaffen. Das heißt, eure Spielfigur, diese hier, ja, die sie hier gerade so steht, die verändert sich je nach Nahrungsaufnahme. Das heißt, wenn ihr Äpfel zu euch nehmt, wird sie vielleicht anders aussehen, als wenn ihr die ganze Zeit Fleisch esst. Und meiner Meinung nach kann man damit sehr gut das altbackene Skillsystem überarbeiten, was man so aus Spielen wie Diablo kennt, von früher noch. Und was irgendwie nie so richtig abgelegt wurde, sei es in Skyrim, sei es irgendwo anders. Man steigt im Level auf, man packt Punkte auf Stärke oder auf irgendeine Fähigkeit und wird dann dadurch besser. Aber darüber nachzudenken, dass vielleicht auch sowas wie eine Ernährung in so einem Spiel wie hier, gut, das geht jetzt in Diablo nicht, weil da esst ihr nicht, dass eine Ernährung vielleicht darauf einwirkt, wie die Figur aussieht, das habt ihr selten. Vielleicht auch gar nicht. Wenn es da irgendwas gibt, dann sagt Bescheid. Jetzt kommt mir nicht mit Sims. Aber ich persönlich kenne das aus Spielen nicht. Und finde die Idee ziemlich gut. Und muss sagen, ja, da gehen sie auf jeden Fall in die richtige Richtung mit einer interessanten Idee. Die Takt dann vielleicht auch bei der einen oder anderen Person dann bekannter werden lässt. Man sagt hier in diesem Spiel, das geht man anders. Finde ich gut. So. Soweit lassen wir erstmal diesen eher nicht so sehr hübschen Steinweg so stehen. Weil wir jetzt dann auf jeden Fall einen Alchemietisch haben. Da können wir dann unseren Handschuh bauen. Mit dem Froschstein. Gehen wir ebenfalls an. Jetzt mal hier mir ein bisschen Nahrung. Können wir nicht auch das Holz hier mitnehmen. So. Und dann laufen wir mal fix zurück. Auch wenn es
dunkel ist. Ja, ich habe ein paar Fackeln gemacht gehabt eben. Für den Weg, weil es doch leicht nervig ist, wenn man die ganze Zeit alles so dunkel um sich hat. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Wir haben Feuerholz, das müssen wir wieder einordnen. Einsortieren hier in unsere Kiste. Wir hatten ein paar Hölzer. Bambusstangen hatten wir hier rausgenommen. Da müssen wir nochmal genau gucken, wie wir das machen. Dass wir ein Schild bauen können. Ich habe es leider vergessen. Rezept hole ich mir nochmal neu. So. Okay. Unser Handschuh, den haben wir. Hier hingelegt. Dann haben wir Froststein mit, den Handschuh mit. Und legen das jetzt beides auf den Alchemietisch. Die Treppe will ich neu bauen. Also keine Angst, die bleibt nicht so, weil ich mag es nicht, wenn wir da nicht hochlaufen können. Das Prozedere bei mir kennt ihr ja. Ich baue uns da eine richtig schöne Treppe draus. Und wir werden auch beobachtet von so einem kleinen Kobold-Gnom-Vieh. Pilzbewohner. So, hier unten ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut sehen. Dabei handelt es sich um einen alten Baumstumpf. Pilzen dran. So, und ich bin mir jetzt nicht sicher. Das sollte eigentlich reichen. Irgendwas falsch. Also normalerweise sollte das jetzt hier funktionieren. Aber irgendwie auch gerade nicht. Woran das jetzt hier genau liegt, weiß ich nicht. Wenn ihr wisst, was jetzt hier der Fall ist, warum wir hier auf diesem Alchemietisch nicht jetzt aus diesen beiden Sachen, unserem Froststein und dem Handschuh, warum wir daraus jetzt nicht unseren Frosthandschuh bauen können. Weil wir können ja alles andere hier auch. Können auf jeden Fall sehr viel craften. Deswegen sagt mal Bescheid, was da Phase ist. Mit Banane können wir nichts machen. Fleisch auch nicht. Aber wir können das Ding hier, denke ich mal, wieder. Auch nicht. Okay, also wir können auf jeden Fall ein bisschen drauf einwirken. Das wird noch wohl verändert. Ja, sagt mal Bescheid, ob ihr wisst, woran das jetzt genau liegt. Warum, was ihr glaubt, warum ich das jetzt hier nicht machen konnte. Ich habe auf G gedrückt, also auf Craft. Das ist meistens auch die richtige Taste dafür. Und gut, okay. Also wir haben auf jeden Fall einen gefunden. Wir haben eine kleine Steinbrücke gebaut. Ich habe euch die Info hier gegeben bezüglich der Körper. Ich hoffe, das war interessant. Ja. Mit dieser Info, mit dieser etwas kürzeren Folge jetzt, lasse ich euch dann mal in den Tag starten oder den Rest des Tages genießen oder ins Bett gehen. Das ist je nachdem, wann ihr guckt. Ach hier, schaut mal, unser Feld ist auch schon recht groß geworden. Das ist doch klasse. Also, macht's gut, euer Zigaro. Ciao.